Fangen wir direkt an. Wann hast du mit dem Fußballspielen angefangen? Mit dem Fußballspielen habe ich angefangen 1992 bei Röllinghausen. Ah, okay. Kenne ich den Verein selber, weil ich aus Recklinghausen komme. Bei welchem Verein hast du danach noch gespielt und in welchen Ligen? In der Jugend habe ich gespielt bei Wattenscheid, Schalke 04, MSV Duisburg, Wattenscheid. Also alles immer in den höchsten Ligen. Okay. Und danach, nach der Jugend, wo bist du dann hingegangen? Nach der Jugend habe ich einige Vereine gehabt. Einige. Schermbeck, Hassel, Fortuna Düsseldorf, Goslar, Würzburger Kickers, Wattenscheid. Ja. Man bist ja ganz schön rumgekommen. Ja. Und wie kommt es, dass du jetzt beim Fest der Disziplin gelandet bist? Über einen Freund, der hat auch hier gespielt, oder den Timo Domjans, kenne ich auch schon lange, mit dem auch, kenne den schon seit 15 Jahren schon. Und durch den Ferhat Jalcin bin ich nach Westerdistel gekommen. Der Thomas Joachim kennt mich auch schon ein bisschen länger, hat mich nach Hombruch vermittelt damals, vor 2 Jahren, und so ist der Kontakt halt entstanden. Ja, schön. Wir freuen uns, dass du jetzt schlussendlich bei uns gelandet bist. Mal ein bisschen ab vom Fußball. Hast du auch noch andere Hobbys? Ja, doch. Joggen halt, ne? Und ein bisschen Zeit für mich. Okay. Das ist mein Hobby. Das muss ja auch sein. Hast du irgendeinen Lieblingsverein aus der Profiliga? Nee, momentan nicht. Nee. Okay. Was erwartest du grundsätzlich von der Mannschaft, in der du Fußball spielst? Ja, Respekt. Halt, ne? Jeder muss halt das Maximum bringen. Und so wie ich die Mannschaft jetzt kennengelernt habe, erfüllen sie alles, das, was ich mir bis jetzt erhofft habe. So soll es sein. Was ist dein Ziel mit Fest der Disziplin in dieser Saison? Ja, Ziel, aufsteigen. Definitiv aufsteigen. Und also die nächsten 2 Jahre aufsteigen. 2 Jahre hintereinander aufsteigen, genau. Das ist eine Ansage. Daran werden wir uns messen. Und das war's. Damit. Dankeschön. Macht dir noch einen schönen Tag. Vielen, vielen.